Nicht an Heilung, ne? Ich kann was versuchen. Ich weiß nicht, ob es geht. Nein, es geht nicht. Es muss doch was zu bedeuten haben, dass es da unten leuchtet, nicht? Habe ich vielleicht einen Gegenstand, den ich als Opfer dargeben kann oder so? Sie ist ja eine Schlange, das ist ja ein Tier, ne? Ja, das war's nicht. Scheiße, wie komme ich an der Schlange vorbei? Vielleicht einfach springen? Ich wollte nicht einfach sterben. Ich habe das als sinnlos empfunden. Shit, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal runtergehen, ne? Hier war das Wasser. Dann muss ich irgendwie, ob es von der anderen Seite geht. Eher einen Sprung und dann irgendwie greifen, ne? Ja, ich muss mal gucken. Aber so geil, dass man da unten runter kann, ey. Nee, nichts verraten. Ich möchte selber rausfinden, Leute. Oh, das war daneben! So viel am Boden dran vorbei. Ist so vielleicht irgendein Gegenstand, der was bringt? Oh. Meine, theoretisch ist ja vor dem Dings ein Händler, ne? Wiespulver. Na. Ja, warte mal kurz. Vielleicht hat er einen Tipp. Geht nicht in die Höhle da vorne, euch? Ja, Mann. Da drin ist ein altes Schrein, in dem der Schlangengott haust. Und wenn der Schlangengott euch verschlingt, könnt ihr keine Opfergabe mehr kaufen. Ne? Ein cleverer Händler. Also, mehr Tipps hat er auch nicht. Aus.
Oh, scheiße, warte mal kurz. Zwei Fähigkeit. Naja. Also die Schlange verstreut Gift. Wenn man die Schlange trifft, verstreut sie Gift. Ja, das reimt sich. Was kann auf der Seite? Kann ich mich festhalten? Ja, was für ein Spawn. Danke, Spiel. Wow. Wow. Alles klar. Spawn mich doch gleich in den Armen von ihm. Stark. Okay. Das zählt übrigens nicht als Tod, ne? Ich verliere nur Lebenspunkte dadurch. I'm just saying. Das ist, wenn ich einfach so großzügig... LOL. Alles klar. Ja. Alles klar. Alles klar. Okay. Schön. Bin froh, haben wir drüber geredet. Gemeint. Affiger Genosse. Wow. Das war's nicht. Das ist jetzt definitiver Tod. Nein! Okay, wir sind ein Stück weiter. Immerhin. Also ich bin jetzt ein Stück weiter. Ja, Mundgeruch, ja, sehr heftig. Das passiert dann, wenn man nur Fleisch isst. Das passiert, wenn man nie die Zähne putzt. So sieht's aus. Ich mach das nochmal, ich fand das cool. Hui! Okay. Au! Das war nicht so hui. So. War das jetzt die richtige Richtung oder bin ich jetzt auf dem falschen, auf dem Holzweg? Ah ne, ja, jein. Geht hier außen rum, ne? So, läuft. Okay, let's go, try again. Wir kommen schon dahinter. Das rausfinden, das ist ja der Spaß an dem Spiel. Selber rauszufinden, wie es funktioniert. Mich. Avec moi. Also. Scheiße, es ist dunkel hier drin, ne? Ich sehe einen Scheißdreck. Der Affe hat Angst, ne? Also der Affe hat Angst. Nee, du bist nicht hilfreich. Wenn ich hochspringe, schlägt sie sofort zu und dann bin ich tot.
Das juckt dir nicht. Da piekst du was, aber das juckt dir nicht. Ja, der Affe, es muss was mit dem Affen zu tun haben. Ja, auf der Seite haben wir nichts. Ja, das war's nochmal, ne? Toll, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Also der Affe steht da. Das bedeutet, der Affe muss irgendeine Funktion haben. Kann man da oben nochmal? Warte mal. Sieht mir nach einer Höhle links aus. Da oben. Ich werde wahrscheinlich nochmal sterben. Okay, wir müssen irgendwas mit dem Affen machen. Vielleicht damit. Ich könnte probieren. Ah, natürlich, das kann. Okay, warte mal. Vielleicht muss ich eine Scherbe runterwerfen, dass die Schlange den Affen sieht. Und dann tötet sie den Affen und dann kann ich rüber. Das ist eine Möglichkeit. Das werden wir gleich probieren. Ja, lass mich in Ruhe. Ach, scheiße, jetzt habe ich wieder vergessen, meine Dings zu machen. Komm, wir gehen ganz kurz zurück, weil ich verliere sonst nochmal Lebenspunkte. Das ist nicht Sinn und Zweck der Fähigkeitspunkte. Ich hau die kurz raus. Ich probiere mal zwei. Ich habe drei Sachen, die wir ausprobieren können. Obwohl ich glaube, dass das mit der Flöte nicht funktioniert. Keramiksplitter oder dass ich den Affen hinterrücks meuchle. Dann Nebel mache. Und dann weitergehe.
Also zwar nicht geplant, aber gut. Ist das eigentlich so ein Joke, so ein Witz hier? Ich meine... Die Statue, wo du immer reingucken musst. So ein Entwicklerwitz. Hier in die Wand stellen und dann kann ich die Keramiksplitterchen werfen. Nee, das ist es nicht. Hier gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Ich schleiche mich an den Affen an. Und ich lasse ihn hart bluten. Und dann springe ich mit dem so hoch. Das geht auch nicht. Getrocknete Schlangeneingeweide. Wir haben es geschafft. Ich denke nicht, dass es so beabsichtigt ist, aber ist egal. Ich habe eine Glocke, die den Affen neu spawnen lässt. Echt jetzt? Okay. Jetzt nachher mal gucken im Inventar. Die große Schlange ist ein Gott des Landes und das Herzfall des Ganzen. Es ähnelt zu einer Kakifrucht. Doch es sind die Eingeweide eines Gottes. Die Bewohner des versunkenen Tals beten die Organe offenbar an und sehen die als Vertreter des Gottes. Okay. Die Glocke. Welche Glocke denn? Ich habe keine Glocke. Ah. Aha. Wow. Ah. Das ist wahrscheinlich der Ausgang, den ich vorhin... Nee, warte. Auch links gesehen hatte. Echt jetzt? Hier? Ist das jetzt... Einen Moment. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier, also zurück komme ich ja nicht mehr, wie scheint. Und den anderen Ausgang, den ich eigentlich dachte, also dass irgendwo hier, also als wir die Schlangen angeguckt haben, gab es links oben, oder halt für euch links diese Seite, eine Höhle, wo ich wieder zurückgekommen hätte. Aber who knows, Sachen gibt's, ne? Hier wollte ich mal reinspringen. Die rasten immer schneller.